Konnichiwa, ihr Chibis, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Metal Gear Solid 5, der Phantom Pain. Ich will jetzt gerade mal gucken, denn wir haben ja jetzt als nächste Mission vor uns, dass wir Panzerfahrzeugeinheiten zerstören sollen. Und da testen wir jetzt den neu entwickelten MRR-Launcher, also diesen großkalibrigen rückschussfreies Geschütz für Spezialladung, für die Verwendung spezielle Ladungen angepasst. Das Ding benutzen wir jetzt mal. Testen wir das Teil mal. Und würde dazu fast noch sagen, wir gehen nachts dann auf Tour. Damit die Sicht von den Einheiten auf uns noch ein bisschen schlechter ist. Und zwar haben wir noch eine weitere Nebenmission bekommen, die ebenso eine Panzerfahrzeugeinheit ist. Oder Panzereinheit eigentlich steht da nur dran. Wenn es gut läuft, wenn ich mich nicht zu doof anstelle, werden wir mal versuchen, diese beiden Nebenmissionen in dieser Folge abzuarbeiten, sodass wir dann vielleicht am Freitag vielleicht wieder eine Hauptmission in Angriff nehmen können. Vielleicht sogar der erste Einsatz in Afrika dann, das wäre doch geil. Aber erstmal muss ich ja wirklich auch gucken, dass ich wieder ein bisschen GMP rankriege. Damit wir die nächsten Verbesserungen überhaupt dann uns auch leisten können. Süderli! Bin erstmal gespannt, wie stark die Einheit ist. Und wo es überhaupt ist. So. Direkt hier vor unserer Nase, theoretisch. Oh ja, ich höre sie schon. Mhm. Ganz ruhig, die ganz ruhig. Wir gucken uns das erstmal an. Da unten stehen sie. Bitte, was? Leg dich mal hinter die. Sehr gut. Die kommen aber nicht direkt zu uns hoch hier, oder? Die nähern sich, die nähern sich, die nähern sich. Okay. Die flankieren. Komm mit. Clouds approaching. Soll diese ganzen Jungs und Mädels irgendwie aufs Korn nehmen. So, wenn ich jetzt aber den Panzer bereits unter Beschuss nehme, habe ich das Problem, oh Gott, dass die direkt in Alarmbereitschaft sind. Da steht doch noch einer, oder? Ja, unter anderem ist das das Ziel. Okay, der ist 120, knapp 130 Meter entfernt. Also ich sag mal, wenn ich aus dem Verborgenen heraus ziemlich zügig jedem einzelnen Betäubungspfeilchen verpasse, müsste es eigentlich zu schaffen sein, auch hier wieder bis auf das Fahrzeug keine rohe Gewalt anzuwenden. Die Frage ist nur, sind die alle... Was war das? Gucken wir uns die erstmal an. Wie sind die bekleidet? Was haben die an? Keiner von ihnen trägt Helme. Alles klar. Ich schaff das. Ich schaff das. Ich schaff das. Ich muss nur näher an Position. Achso, das Fahrzeug ist es mit den Scheinwerfern. Patrouillieren hier.
Komm schon. Yes! Ich denke nicht, dass mein Schuss so weit kommt. Ich versuche es einfach mal mit einem Schuss. Ich habe ihn wohl am Bein erwischt. Ja, Bullet Drop kann ich hier nicht wirklich gut abschätzen. Ah. Okay, einen Schuss wage ich noch. Wow! Fuck yeah! So. Das heißt auch... Nee, keine Handgranate. Gute Nacht, Baby. Nachgeladen? Nein. Lad nach. Oi, 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 oi. Runter hier. Oh, da ist noch eine Einheit. Ah, das ist ein Typ. Na warte, den kriege ich auch noch. Die schlafen alle schön. Der hat wirklich nicht wirklich eine Ahnung, wo wir sind. Der feuert immer noch auf die letzte Position. So. So viel dazu. Dann tüten wir mal ein. Einmal. Zweimal. Dreimal. Also ich fand mal, das war gar nicht mal übel. Das war gar nicht mal übel. Oder was sagt ihr? Ich bin ja schon so ein bisschen stolz jetzt, wie das alles vonstatten ging. Und wieder mal packe ich alles ein, ohne Rücksicht, ob ich überhaupt noch Platz in der Base habe. So. Höhere Stufe, Sanitätslevel 10, geil. So, wir brauchen jetzt auf jeden Fall wieder Hubschrauberabholung, dann machen wir nämlich den nächsten Kram auch direkt. Oh, wem kann mich jetzt noch aufhalten? Und wenn er noch länger dauert, nehme ich auch noch ein paar Schafe auch noch mit. Kommt her, ihr Schafe. Euch kriege ich auch noch. Komm her, im Popo. Komm her. Komm her, ihr Schafe. Komm her, ihr. Na. Fuck. Pam. Wir schlafen hier. Du kommst auch noch mit. Da hinten. Wow. Schlaf ein. Das war ein Hit. Das auch so. Ja, ja, bin auch gleich da. Bin auch gleich da. Mehr, ihr Schafe. So. Ok, ok, Jungs, wir haben keine Zeit. Peter, du bist drin? Jawohl, sehr gut. Was war das denn? So, wir steuern jetzt direkt... Extraction arrived at Mother Base. Ja.
Gibt auch ein paar GMPs. Wir flattern jetzt direkt zum nächsten Einsatz dort. Wieder einen Tagesbonus gekriegt. Warum auch immer. So, wo ist es? Da, eliminieren Sie die Panzereinheit. Boop. Please select a land. Jo, landen wir direkt da. Ausrüstungstechnisch können wir eigentlich so bleiben. Und am besten auch wieder abends. Wir haben wohl ein paar Schüsse abgekriegt. Okay, das nehme ich auf meine Kappe. Aber ansonsten fand ich, ist das eigentlich recht geschmeidig jetzt über die Bühne gegangen. Der eine Typ, der da noch quasi am Mörser stand, habe ich jetzt nicht gesehen. Und wir haben ein bisschen Feuerwerk erlebt. Ist auch schön. So. Habe ich eigentlich wieder volle Ausrüstung jetzt? Oder muss ich nochmal ganz kurz nachschieben? Volle Ausrüstung, sehr gut. Oha. Und das ist mein Einsatzgebiet, ist tatsächlich ein Diamanten. Merken wir auf den kleinen Posten. Da. Okay. So, müssen wir dann auch dahin? Ja, müssen wir. Ich hab gar kein Fahrzeug dabei. Macht nichts. Geht auch so. Geht auch so. Hier war irgendwo ein Lost Diamantos. Enemy presence detected. The map has been updated. Oha. So, hier war aber auch irgendwo ein Diamant, habe ich gesehen. Den hätte ich gerne eingepackt jetzt. War der hier irgendwo? Da sind auch noch... Ach, du heilige Kacke. Okay. Ah, da hinten ist er. Den hol ich mir noch ganz fix. Also es scheinen keine speziellen Einheiten zu sein, die jetzt hier noch sonderlich mit Nachtsicht oder sonst was rumhantieren. Das ist schon mal soweit ein Vorteil. Aber... So, hier war der irgendwo. Ah, da. Ja. Den nehmen wir mit, ist wahrscheinlich ein kleiner. Ja. Genau. Ja, die sind alle uninteressant. Vermutlich, wenn ich das hinkriege. Oh Gott. So, wir haben... Aha! Eine Overwatch-gebende Scharfschützenposition. Und drei Einheiten am Panzer. Nicht mit Helmen. Ja. Ihr glaubt, ihr stellt mich vor eine Herausforderung. Nachdem die Jungs selber ein paar Meter Abstand zueinander haben. Oh, was mit Zielfernrohr, wäre geil. Zwei Schuss auf ihn. Genau, er schläft ein, der andere checkt. Kriegt jetzt selber einen reingewirkt. Gute Nacht. So. Die andere Einheit hat davon nichts gemerkt. Sehr gut. Werden dafür auch direkt mal abtransportiert hier. Tschüss. Und auch. Genauso wie eure tolle kleine Mörser-Dingens hier. Nehmen auch direkt mit. Karotten packen wir ein. So. Der rechts steht absolut außerhalb des Sichtfeldes der anderen beiden. Aha.
Hit. Und nicht zu viel Zeit, wir brauchen einen schönen Ziel. Und zweiter Hit, jawohl. Die beiden kriegen auch schnell was reingewirkt. Genauso wie der. Oh, ehrlich! Geil. Okay. Okay. Mein Schalldämpfer ist auch bald kaputt. Das heißt, der junge Mann da drin hupt, sobald er mitkriegt, dass seine Jungs am Pennen sind. Er hat aber erst gehupt, nachdem der vordere eingeschlafen ist. Das heißt, ich versuche das einfach nochmal. Wenn es nicht klappt, muss ich doch zur rohen Waffengewalt greifen. Dann lassen sie mir leider keine andere Chance. So, wir schicken den Pennen. Wir schicken den Pennen. Und wir schicken den Pennen. Und dann bin ich jetzt einfach mal so dreist und versuch was. Nummer 1 pennt. Nummer 2 pennt. Nummer 3 pennt. Einer ist dabei draufgegangen, glaube ich. Wuhu! Weg, der Junge. Das war's. Huah. Ja. Zwei Opfer haben wir leider zu beklagen. Ich hab's versucht. Anders hätte ich das wohl nicht hingekriegt. Aber wenigstens kriegen wir noch einen mit von den Jungs. Tschö. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht anders gehandelt hättet oder ob ihr es gleich auf die Art, also gleiche Art und Weise versucht hättet. Das würde mich mal interessieren, wie ihr so in diesen Situationen vorgegangen wärt. So. Hubschrapp, schrapp, treffen! Please select support helicopter requested. Weil hin und wieder habe ich halt so das Gefühl, dass ich mich vielleicht ein bisschen dümmlich anstelle. Oder irgendwelche einfacheren Wege einfach irgendwie mir gar nicht in den Sinn kommen. Ja, hat er fein gemacht. So, wir fliegen dann auch wieder zurück zur Motherbase, denn ich glaube, warte mal, haben wir jetzt irgendwelche neuen Einsätze bekommen? Ich glaube nicht, neun, nö. Keine neuen Einsätze. Außer die, die man halt wiederholen kann. So wie es scheint. Und dann kommen nur noch zwei Hauptmissionen. Und Herausforderungsmissionen. Abschlussquote von 20% erreicht. Und Panzerheld abgeschlossen. Ja, ja, Didi, alles gut. Auf zur Motherbase. So wie es aussieht, nächster halt Afrika. Ok, ok, jetzt hier. Ok, ok. Eieieiei. Bin ich aufgeregt. So. Langsam habe ich das Gefühl, dass neben Mission 10, da kam schon wieder einer dazu.
Nö. Nö. Alles klar. Gut, dann ab zur Mother Base. Da dann quasi nochmal die einzelnen Entwicklungen durchgucken, ob wir irgendwas Neues, Wichtiges herstellen können oder entwickeln können oder ob wir die Base erweitern können. Oh. No, Diddy, stop! Snake. Sorry. Guess I've been away a while. Don't be such a stranger. It's a bad example for the men. And he gets pretty lonely, too. Diddy, come! Ja, der liebe Didi scheint wohl hin und wieder auch durchaus mal ein Hotdog zu sein, so wie es aussieht. Ja Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit unserem ersten Einsatz in Afrika. Ich freue mich drauf und würde mich freuen, wenn ihr da auch wieder reinschaut. Macht's gut, ciao!